So, alle sind voller AP. Du wirst doch niemanden hier erledigen können, oder? Man dachte, da habe ich ein Problem. Okay, was machst du? Ich bin tot. Hey, warum hält mein Hauptcharakter nichts aus? Ey? Das war voll scheiße. Okay. Was hätte ich denn dagegen machen sollen, Mann? Ach, da kann man die Züge umstellen. Nee, so weit möchte ich nicht zurück. Mann, da ist alles im Bach untergegangen, nachdem... Ah. Wo ist es hier, ne? Okay. Muss ja schon halt nicht gut ausgehen, ey. Ach, warum hält mein Hauptcharakter nichts aus, ey? Jeder andere hätte halt ausgehalten, nehme ich an, ne? So. Ich meine, ihr Stab wird so oder so irgendwie Treffer 105. Was hatte er? Ausweichen. Oder da war mit Resistenz zu tun. Ich habe es vergessen. Da war mit Resistenz zu tun, ne? Ne, ausweichen, ne? Er ist hier reingegangen, 60. Sie hatte irgendwie was mit 40, 50. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendjemanden hier reinpacken und zu hoffen. So, was ich machen kann außerdem noch, ist, ich kann mehrere Leute hier platzieren erstmal, damit wir auch alle hier zur Verfügung haben. Jetzt, wo ich weiß, dass die ja sowieso nicht angreifen, bis ich mich in deren Nähe bewege. Also ich kann einfach hier chillen erstmal. Ja. Okay. Das ist das gleiche Level Up wie vorhin, ne? Level Ups verändern sich, glaube ich, nicht. Okay. Ist leider sein Ding weg. So, wen platziere ich denn dann da rein? Wenn ich Yunaka hätte, ne? Die wird ja voll gut alles ausweichen können. So, wie ist, wenn du noch ein Level abholst? Oh, hat noch nicht mal gereicht. So, wir hatten das meiste Ausweichen hier. Ich würde schon fast sagen, sie, ne, aber sie muss ja an alles hier ausweichen. 116, 85, zwei Axtkämpfer. Ja, ne, sie wäre eigentlich nicht schlecht. Aber sie hält nicht so viel aus, leider. Oder er. Ausweichen, 45, hat genauso viel ausweichen. Ich könnte ihnen den Panzerbrecher geben. Mal so, ich werde nicht darum herumkommen, alle triggern zu können, ne? Von daher, okay, jetzt habe ich vergessen, den Panzerbrecher. Boah. So, was gibst du mir noch mal für Sachen?
Dann hat sie minus 3 Schaden. Ich würde sagen, ihn packen wir ja an hier rein, ne? Aber ich hätte gerne den Panzerbrecher für die Rüstungen. Geschicklichkeit 14. Oh ja. Ich gucke ab, kriege ich die beide. Ah, ein so ein Stab, ey. Ja, alles ruinieren kann. Na gut, dann gehen wir hier rein. Mit einem Panzerbrecher. Mit 17 Schaden. Du erreichst uns gar nicht. So, du kannst. Also auf sie losgehen, wenn du willst. Oder auf ihn. Auf sie, wenn es geht. So, hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier rein. So. Also warte noch mal. Mann. Ja. Cool. Okay, ich mag diese Trefferchancen. Zack. Zack. Ja, ich glaube jetzt wird sehr viel besser sein. Aha. Ja, die haben wir schon mal erledigt. So. Oh, perfekt. Oh Mann. Ich hätte 2% Crit-Chancen, ey. Kann irgendwas sehr schnell nach hinten losgehen. Problem ist, ich kann ihn nicht rausbewegen. Das heißt, 14, sie wird ja nicht doppeln, aber ich darf, ich brauche eigentlich nur Gegner hier Charaktere reinpacken, die halt überleben. Wie zum Beispiel er. Aber sie hat ja auch so eine blöde Lanze. Boah. Die einzige andere Möglichkeit, die ich hätte, wäre jetzt hier reinzurennen, aber ich komme nicht genug. Ich komme nicht schnell genug mit meinen Leuten alle rein. Gibt's nicht, Mann. Was soll ich denn das machen? Resistenz 9. Vor allem, wenn sie jetzt schafft, irgendwie ja nicht man zu töten. Was soll ich ja machen? Ich verstehe es nicht. Also unmöglich. Auf ihn. Sie. Jedes Mal. Ich sag, die Situation ist viel schwieriger als der Rest des Kampfes. Ah, du kannst hier gehen, du kannst ihn verprügeln. Ja, jetzt gibt's Dresche. Dösch. 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 Gauntlet sind genauso stark wie in Free Houses. Hm, ich könnte Teleportratner versuchen. Dann wird den mich töten. Wird sie nicht töten.
So, 9. Okay, 22. Ja, das heißt, 13 mal 2. Ja, cool. So, dich kann ich anscheinend nicht da rein bewegen. Cool. Ist nicht Wind. Oh, ich habe nur... So, kannst du irgendwas überleben? Resistenz. Wie stark wäre sie denn mit dem Buin? 21. Elf mal 2. Ich glaube, er würde halt überleben. Resistenz 6, aber das sind 16. Ne, er ist tot. Toll, das heißt, ich kann sie nicht reinbewegen. Ich kann ihn nicht reinbewegen, Mann. Außer ich versperre hier den irgendjemanden im Weg. Ne, klappt nicht. Mann! Also Kacke! So, du überlebst was, ne? So, du hast noch 14 AP danach. Kannst du halt abziehen? Ja. Aber sie überlebt nicht. Wer war es? 22. 15. Sie überlebt das nicht. Ey, was soll ich hier machen? Ich verstehe das nicht. Das ist unmöglich. Ich muss die auch zweimal erledigen. Also ich komme hier nicht rechtzeitig rein. Also unmöglich. Wie soll ich denn das schaffen? Sie kann sich so weit bewegen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Alles wäre kein Problem, wenn sie mal irgendwie jemanden hier nicht treffen würde mit diesen blöden Dingen und mich zwingen würde, hier drin zu bleiben. Wenn das nicht wäre, dann wäre es hier viel einfacher. Ich nehme an, das Einzige, was ich machen kann, ist einfach hier. Ich bewege euch einfach hier raus, ne? Das ist alles, was ich machen kann hier gerade. Nächsten Zug kann er sich wieder bewegen. Und wieder mehr Leute hier. Habe ich ihn ja noch aktiviert. Warum hat sie so eine riesige Reichweite? Ist das der Stab? Ich kann mich ja nirgendwo an dem bewegen. So, hier, Kollege, du musst halt überleben. Jetzt aber mal Bündnis ein. Verteidigung hat überhaupt nichts gemacht. Gut, dann. Ja, guck mal, was passiert, ne? Jetzt geht sie mit Luin da rein. Kann ich auch nicht kontern. Bitte nicht treffen. Oh mein Gott.
Der Pegasus Ritter wird nie im Leben 10 Schaden machen. Danke. Oh mein Gott. Wir haben den Zug überlebt. Ich muss. Okay, das ist ein erstes Level. Ganz ruhig bleiben. So, wir haben das hier irgendwie überlebt. Komme ich an sie heran? Ja, ne. Machen wir sie fertig. Cool. Du kannst dich jetzt wieder bewegen, ne? Ich muss dich erledigen, glaube ich. Na, komm. Zack. Zack. Okay. Was Schlimmste haben wir hinter uns? So, jetzt muss ich dich in den Zug erledigen. Geht nicht anders. Ich muss dich auch erledigen. Wir packen. Entschuldige, was? Cool. Dann machen wir dich so. Dann war dich platt. Oh mein Gott. So, es, ich glaube nicht, dass ich genug Leute hier habe. Okay, vielleicht doch. Ich habe noch Teleportrad, ne? Darf ich nicht vergessen. Aber ich muss alles hier auf Angriff hier setzen erstmal. Danach hat sie aber immer noch ein Ding. Ich verstehe nicht, warum sie auf einmal so stark ist. Ey. Ja, komm. Zack. So, ein Balken abgezogen. So, vor allem du schaffst das, ne? Sehr cool. Oh Gott. Ah, natürlich. Und das ist ein Crit. Hey. Mein Gott. Ah. Cool. Ich habe nicht genug Leute dafür. Der hat auch nur 12. Er hat auch 83% Chance zu treffen. Oh, komm schon. Da kann ich mir echt nicht leisten gerade. Oh. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich ja noch einen Balken abziehen kann. Wird nicht reichen. Nee. Ja, nun. Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. 0% Trefferchance.
Mann, ich dachte, ich hat's doch hier jetzt langsam. Ach. Ich habe so viele Leute, ey. Okay, ich muss alle Leute hier, die nein, du machst wieder ein zu wenig, das gibt's jetzt nicht. Warte mal, wenn ich mit dir zu der Axt wechsle, bringt nichts. Okay. Ah, ich glaube, ich muss meine Charaktere erstmal heilen. Okay. Aber ja. Fuck. Da muss ich ja immer noch gegen die anderen beiden Typen da kämpfen, ey. So. So, ich platziere dich neben ihn, damit du mehr Schaden machst. Du musst treffen. Geht nicht anders. Ey. Ihr muss jeder jetzt treffen. Ich gehe näher ran, damit ich sie treffen kann. Wenn der Korbschlag trifft und sie danach einmal trifft, dann ist sie weg. Das erste Mal. Also komm. Das gibt's jetzt einfach nicht. Trifft beide Mal. Aber das reicht gar nicht. Alter. Oh mein Gott, das reicht wieder nicht, Mann. Einer von euch muss treffen. Danke. Der Schrei. Okay. Wie sie mich einfach mit einem Schlag wegpustet, ey. Das ist jetzt nicht wahr, Mann. Okay, was ist dein Bündnisangriff? Waffenschiff. Kannst du zur Not mit deinem Teleport ihn erledigen? Ja, okay. Gut. So, ich muss einfach versuchen, hier mit ihm. Vierfachtreffer. Oh ja, da macht eine Menge Schaden, sehe ich gerade. Alter. Okay, habe ich sie gebrochen? Ich glaube ja, jawohl. Oh mein Gott. Ja, komm her. Ja, ist okay. Mein Gott, das war schwierig. Dieses Schlosslevel, warum sind die alle so schwierig, ey?
Okay, was ist das für ein Level ab? Am wenigsten Verteidigung. Danke, danke dafür. So, einfrieren. Ach, der hat echt, die eine Benutzung hat echt irgendwie ab, die wurde echt abgezogen. Das gibt's nicht. Okay. Ja, und ich muss Teleportraten mit ihm jetzt einsetzen. Einfach nur damit, damit er ja niemanden killt. Ah, ja. Ja, schon gesehen, 1000 Mal heute. Dann ist da oben noch der andere Typ. Ey, wie soll ich denn den noch erledigen? So. Wir müssen im nächsten Zug hier hochheilen. Mein Gott, da war zu viel für mich heute. Oh, alle sind am Leben, ne? Ich weiß nicht, warum ich hier so paranoid gerade war. Mein Gott. Und da habe ich auch gesehen, wie sich halt aufgeladen hat. Ach, du erreichst ihn noch nicht mal. Okay, das war anstrengend. Da oben geht es noch weiter. Ich glaube, ich brauche ihn, ja, mit seiner Verwandlung. Weil er macht ja mehr Schaden gegen Verzerrte, ne? Okay, erstmal alle hier hochheim, wenn es geht, ne? Das wäre nicht schlecht. Ganz schön langes Kapitel, ey. Je nachdem, wie schwierig das ist, ne? Sie hält sich noch nicht mal richtig hoch. So. Ja, war auch nicht weg. So, ich nehme an, wir könnten sie gebrauchen, ne? Nimm mal dich da, tun dich auf, aufladen. Hm. Brauchen definitiv Mikaya. Oh Gott. Muss zweimal geheilt werden, wenn wieder voll ist. Naja, wenigstens kriegen meine Heiler jetzt auf Erfahrungspunkte. Cool. Okay, kann schon mal angreifen ein bisschen, ja, ne? Bonk. Bonk. So, bauen wir Roy. Ich glaube ja, ne? Wir wollen definitiv Silica, würde ich sagen. Marv, Life. Roy gibt plus 5 Level, von daher wäre nicht schlecht. Dann machen wir ihn ja nächstes Mal. Ach ja, kann man sich auch heilen. Ja, will ich aber nicht. Ich will meine Erfahrungspunkte haben. Hallo. So, dann nimmst du das hier. Wir bauen definitiv die Teleportation. Hey. So, du bist auch zur Reichweite natürlich, aber ich kann dich erreichen von hier aus. So, guck mal, was für Horrors uns da oben erwarten. Bonk.
Bitte nicht, ich habe schon genug von weiter Distanz. Das ist ja Kampf gegen Takumi aus Final Fates. Sieht aber nicht so aus, als könnte er uns von Weitem angreifen. Okay, hat sich die Musik gerade geändert? Ho, ho, ho. So, wir gehen erstmal hier rein. Treffen uns die Gegner hier alle einzeln vor. Okay, ich bin ein bisschen blöd, dass man nicht komplett drehen kann, weil ich sehe nicht, wie weit das jetzt hier ist. Okay, wir gehen wahrscheinlich sowieso wieder hier erst. So, ich muss ihre Dings aufladen. Durch Kämpfe lädt sich das ja auf, ne? Dass wir hier unsere Kollegen alle hinpacken, die noch hier aufgeladen werden müssen. Und da kommt ja auf uns los. Oh oh. Da kommt noch Verstärkung. Okay, komm mal zurück. Sehr dämliche Idee gerade. Aber hier sind nicht so viele Gegner. Oder die Musik. Okay. Nein, jetzt sind alle in Reichweite. Okay, dann machen wir halt so, ne? Wir gehen hier hin. Oh, ey, warte mal. Haha. Haben wir das noch? Perfekt. So, ist irgendjemand, der in Reichweite von irgendwas ist, ne? Er ist jetzt in Reichweite von denen. Er hat mehr Reichweite als alle anderen. Er hat einen Tomahawk mit 33 Angriffskraft. Mir ist ziemlich sicher, kann jeden hier mit einem Schlag wegfegen, ne? Okay. Oder auch nicht. 33 Angriffskraft. Nein. Nein. Dreck. Okay, machen wir so. Warte mal. Kannst du ihn erreichen? Ja, ne? Du machst ihn nicht mit einem Schlag fertig, ne? Was nicht noch irgendwas Übles, ne? 33 Angriffskraft. Da gibt Heilung auch noch. So. Können wir ihn schon mal Schaden machen? Oh, den kriegen wir ja auch noch rein. Pass auf. Ich habe schon vorausgesagt, dass der Typ stirbt, ne? Was auch eingetroffen ist, mehr oder weniger. Von daher, ja. Oh, oh. Ich hoffe wirklich, du fragst jetzt nicht mit einem Schlag. Sollst du eigentlich nicht. Okay, oh, er trifft ihn auch gar nicht. Vielleicht ist der Typ einfach, als ich gedacht habe. Ach, jetzt kommt er aber wieder mit. Nein, jetzt aus der Reichweite. Ha. So. Okay. Wow, das Tomahawk ist echt nicht akkurat. Oh, ich würde am liebsten hier diesen Feuerball einsetzen. So, machen wir mal den, ja. Okay, treffe ich alle Leute hier? Nee, nee. Okay, Elfenflut kann ich damit einsetzen. Was? Ist er voll broken? Oh. Okay, er macht 12 Schaden. Muss ja 19 Schaden abziehen.
kann auch ein Bündnisangriff machen, ne? Ich kann auch ein Bündnis machen. Er ist ja verzerrt, ne? Muss ich eigentlich mehr Schaden machen, ne? Irgendwie nicht. Ah, ne, dann nicht. Trotzdem irgendwie nicht reichen, habe ich so Gefühl. Ich meine, der da oben wird uns keinen Schaden machen, ne? Oh, guck mal hier. Ah. Mal den hier erstmal von mehreren Seiten angreifen kann. So, für Verzerrte sind nicht so stark. Oha. Cool. Muss ich freischalten. Nachher dann noch 19 AP. So viel habe ich nicht. Hier schon wieder, hier wieder abläuft. Ey. Also war so. Wenn er zu 100% trifft, ne? Okay, warum mache ich jetzt genug Schaden? Mache ich nicht. Fehlt natürlich wieder ein Schaden. Das gibt es jetzt wieder einfach nicht. Was so? Mach meinen ersten Kill mit dich. Alter Mann, ich muss nur Diamant irgendwie schaffen, hier mit dem letzten Schlag wegzuhauen. Ich muss den 27 HP noch abziehen, Mann. Nicht, warum sie auf einmal so viel Schaden machte. Aber ich nehme es. Ich weiß nicht, wie sie aus dem Nichts auf einmal so stark geworden ist. So, ach, ich habe ihn schon bewegt, verdammt. Okay, das ist genug. Okay, er ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Einfach nur, weil seine Treffsicherheit so gering ist. So, und da machen wir dich mit ihm fertig. Passt perfekt. Cool.
Warum siehst du ihn? Manchmal frage ich mich, ob das irgendwie so ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen immer ist. Weil die einfach in Englisch würden sie ja you sagen, ne? Ich nehme auch an, daher kommen die meisten Übersetzungsfehler. Die haben nicht vom Japanischen, die haben aus dem Englisch übersetzt. Nimm das, Vater. Bonk. Okay. Gutes Level up. Starkes Level up. So, die sind noch am Leben, ich weiß, aber dürfen hier niemanden erledigen können. Bin ich mir ziemlich sicher. 12 Angriffskraft, Verteidigung. Nein, dürfen hier niemanden erledigen. Cool. Mein letztes Heilung. Okay. Heilung Zabor. Habe ich keine Wurfaxt. Was hat denn? Okay. Und jetzt kommen die auch noch. Wenn er jetzt gekritzt hat, ne? Dann 2%. Ach, jetzt kommt er auch noch. Oh nee. Schattendoppelgänger. Ja, und dieser Kampf ist ja voll in 20 verschiedenen Etappen eingeteilt. Okay. Okay, die haben aber alle nur einer Pesis gerade. Boah, wenn ich das einsetzen könnte, ne? Hat hier irgendjemand noch was zum Droppen? Nur er, ne? Okay. Ah. Also was hier? Ach, da kann er auch beschützen? Ich glaube nicht. Bin ich aufgepasst, kriege ich überhaupt Erfahrungspunkte hier durch? Ja. Nee, 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 lass mal, du kommst hier nicht und schützt ihn. Ich mache den jetzt platt. Du kannst nichts dagegen tun. Gutes Level up. Der Missbude aufsuchen. So, hier sind ein paar Graz-Erfahrungspunkte mehr oder weniger. Schnapp du dir mal. Diese hier Erfahrungspunkte. Natürlich wird sie getroffen. 20%. So. So, perfekt platziert. Hm.
Okay. Ich meine, war sowieso nichts, ja. Ich wollte direkt den ja machen, ne? Hi. So, dann kommt ruhig näher, ihr wagt euch. Ja, ich aus 3, 4. Ich wollte überall treffen, Mann. Ich habe keine Angst vor deinen Doppelgängern. Er rollt einfach aus dem Weg. Wenn sie den Angriff abwehren. Cool. Oh, ich liebe es, dass wir dadurch Erfahrungspunkte kriegen. Oh, hoffentlich bemerkt das der Wurmgott. Cool. Und erstes Level up für sie. Oh. Geschafft, mit derartiger Macht werde ich mit einem fertig, was den Turm mir in den Weg stellt. Das war ein sehr cooles Level up. Wenn wir auf den Arm nehmen, wie weit kannst du mich treffen? Wo gerade nichts angezeigt. Ach, bei 5. Sie ist tot. Jedes Kapitel, ey. Jetzt Kapitel macht mich fertig, ey. Warum? Ach, da war den seine super Attacke, ne? Die wird ja nirgendwo an, oder? Oh. Pff. Cool. Okay. Seenfelder. Ich habe so ein Gefühl, er ist unendlich verbunden, ne? Wie viel Schaden macht das? Bogen. Schaden plus 20 und innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 Feldern. Ja, woher soll ich das wissen? Ich sehe doch nicht, wie viel Schaden der macht gegen irgendjemanden. Woher soll ich denn wissen, was denen sein Schaden ist? Ach man. Ja, muss ich, wo soll ich denn dann wissen, wie viel Schaden der gegen alle macht, ey? Ich sehe doch nicht. Bei plus 20 Schaden, ne? So, er hat 8 Schaden gegen sie angerichtet, ne? Und ich sehe auch nicht, wie viel. Ich habe 5 Angriffe mit dem Bogen mit Charme plus 20% und innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 Feldern. Was bedeutet plus 20%? Ich verstehe dich. Würde er da nicht noch mehr abziehen dann? Wie soll ich denn dann herausfinden, ob ich... Ich nehme an, ich tue alle mit riesiger Verteidigung nach vorne, ne? Keine Idee, wer hier stark genug ist, auszuhalten oder nicht. Okay, einen Moment, wenn er hier ist. Bäh. Er ist hier, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Heißt, hier sind alle außer Reichweite, ne?
Okay. Wenn ich einmal den Angriff überlebe, dann wird das wohl reichen, ne? Hat den seine Reichweite? Ja, ne? Ja. So, einer von euch wird ja wohl den Angriff hier überleben, ne? Du hast genug Verteidigung, du hast genug Verteidigung, ne? Um ihn mache ich mir natürlich wieder Sorgen. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht überleben, ne? Aber wenn er bei Chloe schon so wenig abgezogen hat, dann wird er ja wohl bei anderen nicht so viel abziehen, ne? Oh Mann. Stimmt, ich muss schon wieder pinkeln. Einmal 5, okay. Ich meine, ist nicht okay, aber wir überleben dann. Okay, 3 mal 5. Also macht 3 Schaden, aber mal 5. Das heißt, er macht 16 Schaden. Ah, jetzt kann er aber nicht mehr einsetzen. Cool. Er macht 16 Schaden dann. Ja, ist jetzt egal, jetzt kann er sowieso im einsetzen, ne? Kann noch einmal während einer Verbindung, ne? Ei, ei, ei. So, wer ist alles hier noch? Magier, Wind. Irgendwie haben die sich nicht wieder bewegt. Okay. So, meine Magier bitte. Oder irgendjemand anders, der noch viel Resistenz hat. Ich will mit ihr wieder jemanden erledigen. Vor allem, sie hatte voll geile Level Up, wenn ich mich nicht irre, ne? Hatte sie nicht voll gute Level Up? So, ihr macht 18 mal 2, das sind 9 mal 2. Herzlichen Glückwunsch, du überlebst hat. Verdammt, ich wollte eigentlich, egal. Aber so, bitte treff. Danke. Stärkere Verteidigung. Wenn man zu viel wächst, kann es den Körper belasten. Gut zu wissen. Sie bekommt doch nie im Leben das gleiche Level Up wie vorhin. Sie kriegt noch nicht mal ein Level Up. Okay. So. Nachdem hat er ja Macht, hat ja sehr schwer oder einfach sein. Wenn nur er sich bewegt, wird das ja voll einfach, ne? Und wir sind noch Gegner. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, ne? Er ist noch nicht lebensmüde und geht einfach alleine auf uns los, ne? Er wird doch bestimmt seine Klonen mit. Bewegt sich wieder da rein oder irgendwie so was. Ja, du konntest das ja nur einmal einsetzen, ne? Ich sehe deine Reichweite nicht mehr.
Okay, ich nehme an, die Konsole so näher, ne? Ja. Oh. Daneben. Okay. Irgendwie tun denen seine Klone sich nicht bewegen. Was soll das? Ich mache den nichts an Schaden. 16 Verteidigung. Warum bewegen die sich nicht? Habe ich ja gerade was gebackt oder was? Was sollten wir dagegen machen? Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Das Erwägung 1, 2, 3, 4. Verdammt. Solange wir aus seiner Reichweite sind, ist eigentlich alles okay noch. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Okay, kommt mal näher, ihr. Wagt euch her. Schon wieder auf Lapis. Was hat hier die Lapis denn getan? So, Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Willkommen zu diesem Hinterhalt. Du hast mehr Resistenz, meine ich. Okay, was zum? Ah, den zu erledigen wird nicht einfach. Warte mal, der hat einen Bogen ausgerüstet. Verdammt. Das heißt, er kann auch nicht kontern, ne? Nö. Was kann man daraus machen? Ich weiß es nicht. Ich kann einfach all meine Angriffe auf den unloaden. Wäre er bestimmt weg. Warum halten wir so viel aus? Und du? Mach mal. Ich glaube nicht, dass ich alle Gegner hier erledigen kann. Ich mich um ihn kümmere. Außerdem traue ich diesen Klon nicht. Wenn ich den erledige, wird dann irgendwie bald nicht. Wenn den seine Klone dann irgendwie, keine Ahnung. Wenn die an von denen abgezogen, warum? Warum bist von ihm? Oh, du hast Wind, cool. Ich meine, wenn ich sowieso der letzte Zug, von daher. Mein Pegasus gegen ein Pferd ist getauscht. Ha, komm, ein Schaden.
erstmal unsere nicht Emblem Leute. Wer wäre das noch? Du. Nee, du hast auch ein Richter. Ja, jeder im Bündnis drehe ich eigentlich. Oh, haben wir schon ein paar Mal gesehen. So, ich mache Echo mich an. Bringt überhaupt nichts. Alter, warum macht denn das nichts? Oh Mann, ich hoffe, ich mache genug Schaden mit allen. War schon ein paar Mal gesehen heute. Ist gut. So. Ah, ich glaube nicht, dass wir genug Schaden. Was von ihm wird er beschützt? Er beschützt sie. Oh, sie hat schon wieder das geile aber Figur auch sehr wohl. Kampfmeister Kia, der bist du, kein Wunder. So, ich glaube nicht, dass wir genug Schaden machen, aber suchen wir mal. Fährfachtreffer. Oh Mann, wir können ihn da einsperren. Wenn wir Glück haben, haut er keinen kaputt. Ich glaube nicht, dass ich so viel Glück habe. Ja, vor allem hier. Lapis. Okay, den kriegen wir nicht in den Zug platt. Ist wieder eine Nahkampfwaffe. Ja, Manikati. So. Ich kann nicht flammender Löwe einsetzen, das macht zu viel Schaden. Wenn wir Glück haben, überleben wir das. Manikati. Oh nein, er ist tot. Wir sind tot, meine ich. Er hat überleben, bei ihm leben. Jetzt setzt man die Karte gegen Klamm ein. Verteidigung, ich will Schaden, macht er damit 23, 15. Obwohl könnte er überleben. Wir müssen erstmal die Leute hier hochheilen. Na, mal schauen. Komm. Oh, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Oh man. Okay, mal gucken, was als nächstes passiert. Was zum wie viel Schaden? Wo kommen diese 17x2 auf einmal her? Ach, da ist wegen den Klonen, ne? Boah. Stimmt, da hat er ja irgendwie was gesagt mit. Ja, da beginnen ja langsam echt die Dinger aus, ey. Ich glaube, ich muss mich echt auf den fokussieren. Er kann keinen Zug bekommen, ja. Oh mein Gott, ey. Hm.
Oh mein Gott. Schwierig, der Kapitel. Mann. Ich bin auf ihn konzentriert ja gerade. Hier nicht anders. Mein Gott, warum ist sie nicht hier in Reichweite von irgendjemandem? Ah, ich mache aber nicht genug Schaden, ey. Kriegt immer neue Killer Level ab. Okay, sehr gut, Koopschlag. So kurz davor. Oh mein Gott. Er hat ja schon mit ihm geredet, genau. Hm, warte mal. Okay. So, einen. Wir bauen noch einen, ey. 46 HP. Wie soll ich das machen? Okay, er trifft zu 100%. Nicht schlecht. Aber bitte kritte mich nicht. Danke. Ja, Glück haben, schaffen wir das. Aber ich glaube nicht. So, ich muss den ja machen. Wenn du höher gelevelt bist. Dann muss ich dich hier mit treffen, Mann. Da könnten wir es schaffen. Bitte sag mir, du machst genug Schaden. Der macht genau 15 Schaden, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Machen wir dich noch ein bisschen zum Brei. Für die Erfahrungspunkte. Vielleicht überheilen sollen. Also was hier? Ich habe durch Heilung mehr Erfahrungspunkte. Dann noch lieber heilen. Kann auch Supportpunkte und so geben, ne? So. Da ist die.
Aber hier hat ja niemand was, ne? Zum Droppen noch, außer er. Manikati, Manikati, Linzwaffe ist das. Wind. Abwehrhaltung brauche ich alles nicht. Das ist der einzige, der noch übrig ist, ey. Sind die alle noch am Leben überhaupt? Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann rein da. Ich weiß es nicht, er macht genau 15 Schaden, ey. Perfekt. War kein Dialog mit ihm. Egal. Was ist das? Wir müssen ja nur noch ihn erledigen. Zwei Stunden 40 Minuten. Ist der Part schon an. Meister Siegel. So, irgendwie haben wir das geschafft, Mann. Alfred und Roy. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, da kommt jetzt noch eine Cutscene. Ja. Yep. Einfach so. Ja, ich wollte schon sagen, der Typ ist doch noch bestimmt wichtiger. Das hat er jetzt schon stirbt. ありがとうございます。危ないところでした。ここであなたに死なれてしまうと困りますので、儀式は成功しました。まもなくこちらにジャリューソンブルが参ります。もう動けるようになられたのですか。王の血を捧げた甲斐がありましたな。 Sieht aus wie ich. Nein. Ach, er. Ja, ne, irgendwie. Ihn habe ich vollkommen ausgeblendet. あと少し足りん。それでは、こやつらを逃げに。貴様、何を勘違いしている。我が求めるは王の血だ。わかる。最後にその血を。 Oder ist aber nett, hat er einen Ring übrig gelassen hat für uns zum Aufheben. Ja, es kommt, wenn man sich mit Dämonendrachen zusammentut, ne? Okay, ich wollte es wortwörtlich gerade sagen. Sie ist bestimmt sie. Da kommt mir das Spiel zuvor. Ich
Ja, vielleicht ist sie auch irgendwie ein böser Zwilling oder so. So wie unserer. Nein, sie hat den Verband. あの包帯は私が巻いたものです。あれは一体。自己紹介がまだでしたね。私はソンブルの娘にして、ジャリュー族の第一王女、ベイルと申します。以後、お見知りおきを。ベイル、やっぱりベイルなんですね。ジャリュー族の王女ってどういうことなんです。今まで私を騙していたんですか。騙すも何も。 Alles klar. Und wer seid ihr alle? Warte, ich kenne noch. Das ist Musik. Das sind Big Bad People. ですことまあ改めまして私はセピア数千年を生きる魔竜族そしてソンブル様のしもべですわ。やな、バイナバイアグゼイン。ミスオフイーン。シクと呼ばれておりますのよ。何が家族だ。竜族はあんただけ。こっちとら普通の人間だぞ。 俺はグーリやるならさっさと終わらせる。僕はマロン。王族揃いって聞いてたんだけど、君たち僕らよりオーラないんじゃない？私はモーブ。お初にお目にかかる。ベイル様よりお話は金が。シクだから。あなたたちの相手をしている時間はありません。とにかくこの場を切り抜けますよ。みんな、モンショーストエンゲージを。 指輪が。ここですよ。竜の時水晶。やはり、あなたが持っていたのですね。セピアたちと楽しくお話ししている間に、こっそり取り戻させていただきました。また、それを使って。指輪はすべて、こちらの支柱です。返してください。 もう6つも集めていたのですか。どうぞ、お父様。よくやった。これで指輪は我のものだ。だが、まとっている神竜の力が煩わしい。特に。エルガッツ nicht bei denen. Spieler 2 aktiviert. セゴッド。シグルド。守る響きのエンブレム。癒せ暁のエンブレム。セリカ、ミカヤ、もうやめてください。解き放て系譜のエンブレム。立ち向かえ封印のエンブレム。リフ、ロイ、こんなことって。 全部こちらのもの。
私とっても悔しかったんですから。エイル、信じるぞ。ここは撤退よ。逃げられると思っているんですか？指輪のないあなたたちに勝ち目はない。ここで全員死んでください。返して。みんなを返してください。 Okay, alles klar. Aber da ich jetzt schon fast 3 Stunden am Aufnehmen bin, würde ich sagen, machen wir doch noch ein bisschen weiter und gucken, was das nächste Kapitel so zu bieten hat, ne? Wir können nicht zurück zum Somniel, aber ich nehme an, das heißt, wir gehen dann direkt zum nächsten Kampf, ne? Von daher mache ich hier einmal eine Speicherung. Und dann gucken wir mal, was als nächstes noch passiert. Und dann können wir den Part beenden. Und dann habe ich so ungefähr 3 Stunden. Und dann haben wir halt nicht hier was einen einstündigen Part, aber da scheint nicht mehr so viel zu kommen, habe ich so Gefühl. Wir müssen flüchten, ne? Das ist bestimmt ein Fluchtkapitel. What? ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって。オッケー。モリス、みんな指輪を取り戻さないと。ダメだ、侵入者。 時水晶を失い、指輪も持たぬ僕たちに勝ち目。オッケー。Einheiten. Oh, die gleichen Einheiten vom letzten Kampf. Wir müssen aber so oder so hier durch. Oh man. Name Veil. Obscurity. Hey, das kenne ich doch auch. Aber da auch irgendwie. Na, jetzt hat sie aber keinen Verband hier. Na. Da hat jemand geschlammt. Wofür war ein verzaubertes Wurfmesser? Dämonenschutz. Ein -3 Schaden. Dämonenkind. Bluterbe der Dämonendrache. Meisterin dämonischer Künste und der dunklen Magie. Tochter des Dämonendrachen. Sie ist eine brutale Gegnerin, in der unterdrückte Bosheit brodelt. Ja, können wir definitiv nicht erledigen. Ich dachte, die Supermacker sind hier alle hier. Manchmal, oh mein Gott, die hinterlassen alle so coole Sachen. Ich meine, solange sie sich nicht bewegt, was sie auf jeden Fall irgendwann tun wird. Cool, ein Drache, Level 23. Ich meine, so viele Gegner sind hier, glaube ich, nicht. Die Gegner haben alle so viele coole Sachen. Seraphim. Oh, Seraphim für Anne, das ist, weil er hat ausgerüstet, weil er sie ausgerüstet hat. Na, warte mal, dann hinterlässt er halt auch nicht, ne? Ne, das heißt. Okay, der hat die, weil die. Okay, ich dachte, das sind gedroppte Items oder so. Ne. Aber Sachen, die gedroppt werden, sind grün. Ja. Das grün. Okay. Ich habe erst gedacht, ich muss da oben hinrennen, um mir die Kriegerlanzen und so zu holen. Eine Kriegerlanze ist ziemlich gut. Okay. Ja, wir werden so oder so nicht darum
Warum kommen einige von ihnen anzugreifen, ne? Okay. So viel Unterhaltung. Ich kann meine Einheiten nicht ändern, ne? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge, ne? Ich muss dringend aufs Klo gehen. Es gibt Kapitel 11 heißt Rückzug und ja. Und so sieht normalerweise ein Fire Emblem in älteren Tagen aus, ne? Cutscene, Kampf, Cutscene, nächster Kampf. So sieht normalerweise die Oldschool Fire Emblem Spiel aus. Sie hat 3 HP Balken, sehe ich gerade. Okay, aber wie wir das hier handhaben werden, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ne? Ich bedanke mich ziemlich. Hey, wir haben noch die anderen Ringe. Cool. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.